Nachfolge ist pure, nackte Emotion und nichts anderes. Ich war 26 Jahre Unternehmer mit Herzblut und auf einmal geben sie alles ab. Vielleicht noch ein paar Zahlen von den 460 Teilnehmern. Der durchschnittliche Teilnehmer war 60 Jahre alt, stammt aus der Industrie, hat im Schnitt 19 Mitarbeiter und macht 1,5 Millionen Euro Umsatz. Wir haben uns natürlich gerade in diesem Jahr mit dem Thema Corona-Pandemie beschäftigt. Was hat das für einen Einfluss auf das Thema Nachfolgeplanung? Wir haben eine gesellschaftliche Herausforderung und die lautet, wie ist eigentlich das Ansehen von Unternehmertum? Was sind die größten Probleme bei der Suche eines Nachfolgers? Mit Abstand am meisten genannt wurde, dass potenzielle Nachfolger grundsätzlich schwierig zu finden sind.